Heute geht es mitunter um neue Lehr- und Lernmethoden. Zu Gast ist der Herr Spannagel. Was ist das Ziel dieser Veranstaltung? Was ist das Ziel dieser Fortbildung? Heute geht es um digital inklusive Hochschuldidaktik. Und das ist vordergründig mal ganz was Einfaches, nämlich es geht um den Einsatz digitaler Medien in der Hochschullehre. Aber wenn man sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, dann merkt man, dass da eine ganze Reihe von Kompetenzen notwendig sind, damit das Vorhaben auch gelingt. Da brauchen die Dozenten auf der Hochschule zuerst einmal technische Kompetenzen, damit sie wissen, wie sie mit diesen digitalen Medien umgehen können. Sie brauchen, und das ist das der wichtigere Teil, didaktische Kompetenzen. Also nur der Einsatz der Technik alleine macht noch keinen besseren Unterricht. Und um solche didaktische Methoden geht es heute am Vormittag. Und wenn wir digitale Medien einsetzen in der Hochschullehre, das spielt das Thema des Urheberrechts in der Hochschule auch eine ganz wichtige Rolle. Und das ist das Thema vom Nachmittag. Da haben wir einen Kollegen von der Medizinischen Universität Graz zu Gast, der sich da in dieses Thema eingearbeitet hat und der ganz frische Informationen uns da liefern kann. Digitale Medien sind bei der Jugend ja heutzutage schon voll angekommen. Ja. Wie ist der Stand in der Lehrerausbildung? Inwieweit ist man schon fit, dass man sich quasi diesen neuen Medien näher da im Unterricht auf diese Medien eingeht und vielleicht auch mit ihnen umgeht? Es gibt beide Seiten. Wir haben in der neuen Pädagoginnenbildung, in der Primarstufenausbildung, jetzt 4 Lehrveranstaltungen, die sich ausschließlich diesem Thema widmen. Da bin ich eigentlich mit der Entwicklung soweit zufrieden. Schlecht aus meiner Sicht schaut es aus in der Sekundarstufenausbildung. Da ist es leider nicht gelungen, digitale Medien in den Curricula unterzubringen. Das wäre auch eine mit Kritik meiner Seite, weil man hat hier versucht, die digitalen Medien als Querschnittsmaterie, man nennt das Kernelement der Profession, unterzubringen. Und es war nicht möglich, da eigene Lehrveranstaltungen dafür zur Verfügung zu stellen. Ich finde es deswegen auch problematisch, weil man sagt ja, die Studierenden, die sind ja mit diesen Medien aufgewachsen, die brauchen sozusagen keine zusätzliche Ausbildung mehr dafür, das sind Digital Natives, aber zahlreiche Studien zeigen, dass der Digital Native bei den Studierenden, das ist ein Mythos, den gibt es nicht. Die Studierenden wissen zum Beispiel, wie sie mit sozialen Netzwerken oder mit ihrem mobilen Gerät umgehen können, aber sie haben keine Vorstellung davon, wie man das jetzt fürs Studium oder dann später für den Unterricht einsetzen kann. Die Hoffnung, dass quasi die jungen Lehrer, die uns nachkommen, jetzt automatisch neue Medien einsetzen, ist eher gering. Das heißt, man muss wirklich da bei den Jüngsten jetzt ansetzen, dass sich was ändern wird im Unterricht. Genau. Und die Studierenden können das nur von den Vortragenden lernen. Und damit die Vortragenden sich weiterbilden, dazu ist der heutige Tag da.